Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Es gibt mal wieder eine Cops vs. Racer Save the VIP-Ausgabe. Es ist halt einfach das aufwendigste Format und deswegen können wir es nicht so oft bringen. Aber wenn es kommt, dann schlagt es ein wie eine Bombe. Zumindest mal hoffe ich das. Mit dabei in der heutigen Ausgabe haben wir den Andy, Acidburn, Crapper, Darf sein nicht gut, Farox, Sturmgolf, JK, Nicefiber, Stifler, General Broccoli und Pingversen. Grüßt euch alle. Hallo. 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 Servus. Servus. Ja, und da wir ein bisschen geübt sind, was Cops vs. Racer angeht, starten die Cops tatsächlich heute mal ja von der Ursprungslocation, wenn wir City CVR spielen. Dachte ich mal, ja, das wäre doch auch ein cooler Start für die komplette Kolonne. Da auch direkt der Hinweis, beide Runden, die wir heute spielen werden, werden identisch sein. Also jede Runde besteht ja aus drei Stages. Und diese drei Stages werden heute tatsächlich gleich sein. Das gab es noch nie. Wir haben zwar gern mal Hin- und Rückrunde gespielt, sprich, man ja, fährt die ersten drei Stages in die eine Richtung und dann die anderen wieder umgekehrt zurück. Heute tatsächlich alles identisch. Also man kann heute definitiv nicht sagen, dass es an den Stages lag. Das liegt dann jetzt wirklich nur an den Teams bzw. an den Strategien. Und apropos Strategien, wir gehen einfach mal gemeinsam direkt auf die Karte. Da können wir nämlich dann direkt einmal die erste Stage der ersten Runde durchgehen. Gestartet wird, wie schon gesagt, am Ursprungs ja, CVR-Plätzchen oder wenn man so möchte, am Scott Monument, was ja hier so mehr oder weniger daneben steht. Und das Ziel ist ganz da unten am Strand, nämlich bei Fetch Corner, also bei der Strandhütte. Da geht's hin. Die Angreifer dürfen ungefähr wieder in der Mitte starten. Das ist irgendwie hier an dieser Kreuzung. Da kann man, glaube ich, auch The Titan starten, diese Veranstaltung, also ein bisschen südlich vom Leuchtturm. Und ja, der Scout bei den Angreifern ist ja wieder ein bisschen, ich sage jetzt mal, vogelfrei. Der darf ja wieder ein bisschen variabler starten. Ja, Scout wird in der ersten Runde der Andy sein. Das wird aber gleich nochmal erzählen und da werdet ihr auch sehen, wo er startet, wie er spielt. Denn da nochmal gleich der Programmhinweis, alle Sichten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch heute sollte es eigentlich so sein, dass ihr auf jeden Fall die Möglichkeit habt, wenn ihr alle Sichten anschaut, dass ihr wirklich da von allen Seiten ein bisschen was mitbekommt. Dann könnt ihr nämlich sehen, okay, wie spielen es jetzt die Angreifer, wie spielen es jetzt die Cops. Und dann in der nächsten Runde genauso umgekehrt. Ja, ich würde sagen, ich wünsche dem angreifenden Team, was diesmal oder in der ersten Runde aus Sturmgolf, Andy und Crapper besteht, viel Spaß. Die erzählen jetzt dann gleich bei Andys Aufnahme zumindest mal, was sie da vorhaben. Und ich erzähle auch gleich mal, was wir als Cops vorhaben. Ja, viel Spaß euch und bis vielleicht gleich. Oh. You were moved. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Genau, der grobe Plan ist, dass ich mich ungefähr hierhin bewegen werde zum Parkplatz. Von da aus kann ich die Hauptstraße und auch hier diese Kreuzung beobachten, was dann eben zum mittleren Autobahnkreise führen würde. Das heißt, ich kann die Autobahn an sich ganz gut abdecken. Und der weitere Plan ist dann, dass Crapper, glaube ich, Richtung Norden durchfährt. Ja, genau. Ich werde dann nur Richtung Norden die Strandstraße einfach hochfahren. Genau, und Sturmgolf wird einfach hier Richtung Castleview fahren und so hoffen wir einfach, dass wir möglichst ein breites Spektrum abgedeckt haben. Kann natürlich immer noch sein, dass sie durchschlüpfen, gerade wenn die in der Stadt starten, gibt es halt 38 Möglichkeiten, wie die rauskommen können. Aber ich glaube eigentlich, das größte Schlupfloch wäre halt Berggrundstrecke, würde ich sagen. Ja, passiert. Ja, ja, mal gucken. Dann gebe ich mal dieses Signal hier. Mal schauen. Perfekt. Und los geht's. So, als Scout darf ich natürlich wie immer auf 1 Kilometer ranfahren. Das reicht dicke auf jeden Fall, kann ich sagen. Mit dem Parkplatz. Bin ich sogar noch bei 1,6 Kilometern. Ja, die fahren Richtung nördlicher Kreisel tatsächlich. Ich sehe auch die Linien. Aha, Richtung nördlicher Kreisel, okay, schnelle Routen in. Okay, somit ist die Sperrzone weg. Du hast ja die Limo gespottet. Ja, ja. Ja, ja, mittlerer Kreisel, let's go. Tarne mich mal hier ein bisschen hinter der Mülltonne. Nee, warte mal, die fahren zum Parkplatz tatsächlich? Fahr weg, weg. Eck, bevor du noch irgendwie ausgeschaltet wirst, brauche ich eventuell noch. Da bin ich jetzt komplett doof.
Bist du sicher, dass das die Kolonne ist? Das ist Limo, die Kolonne, hast du gesehen? Ja. Richtig. Die ist gesehen. Okay, perfekt. Verstehst du gerade nicht, wohin die fahren? Tatsächlich nicht, nein. Da war doch gerade safe einer beim Parkplatz. Vielleicht die sind doch nicht zu mir abgebogen. No chance. Vielleicht war das nur sozusagen ein Lockvogel. Kann auch sein. Ich habe aber die Limo hundertprozentig gesehen. Da waren alle. Warte. Ich fahre jetzt nur mit langen Kreisel. Und ich habe einen Spiegel abgefahren. Auf jeden Fall. Ja. Der SUV ist sehr schnell. Also ich bin jetzt an sich beim mittleren Kreisel. Siehst du was? Moment, ich komme jetzt dahin. Nein. Ein paar Mal Richtung Süden, würde ich sagen. Oh. Warum bewegen sich die geparkten Autos am Parkplatz? Erstmal beim Bumerang. Also die sind auf keinen Fall zu mir abgebogen. Also ich bin jetzt bei der Ausfahrtautobahn. Ist hier immer noch kein. Hä, was machen die? Haben die uns jetzt komplett ausgetrickst oder was? Ja, wie es scheint. Das ist mein Zielpunkt auf jeden Fall, mal zum Strand auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich bin jetzt bis zu den Tunneln gefahren. Ja, fahr ab. Ja, fahr ja, schon mal Richtung. Links, fahr schon mal Richtung Strandhaus. Naja, bewegt euch mal Richtung Strandstraße. Ja. Das weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung, muss ich sagen. Ich bin geistig heute nicht so auf der Höhe, leider. Egal. Haben wir auf jeden Fall gut Sobald gemacht. Wir die sehen, wird der schöne Trailcock die weghauen. Problem ist halt nur, wenn wir sie sehen. Was haben die denn gemacht? Also ich fahre jetzt von Dutch Corner so gesehen. Ich bin gerade Strandstraße hoch. Ich bin jetzt beim Flugfeld und fahre jetzt da mal Richtung Schornstraße, wenn dann auch Richtung Süden ballern. Ich fahre jetzt Richtung Norden hoch. Ich bin jetzt nicht ganz unten. Gut, ich bin gleich beim Bamberg Castle. Du Kack-Mini. Wenn sie verdammt schnell gewesen, wenn sie schon hier unten sind. Nee, aber sie. Ich guck mal da hinten hin. Die überlegt gerade echt einfach nur, wie die durchgeschlüpft sein können. Klein. Wenn wir Richtung Leuchtturm mal wieder kommen. Bieg mal links ab. Porsche. Das kann ich. Ich hab die doch gesehen oder halluziniere ich jetzt komplett? Das wird die Aufnahme zeigen. Gute Frage. Hä, wo sind die hin? Haben die sie weggezaubert? Hä? Kann nicht sein. What? Wie? Sind die da? Ich glaube, die sind Süden gefahren. Ich glaube, die haben wirklich das komplett außen gemacht. Hä, die sind 120.000% Warte mal. Westen gefahren. Ja, vielleicht sind die ja dann oberen Kreisel durchgefahren Westen. Oberen Kreisel hochgefahren. Und dann sollen die jetzt schon beim Strand sein.
Also Oberkreisel dann gerade also durchgefahren im Grunde von der Stadt aus, wenn man sich das so vorstellt, nach Westen. Und dann sind ja, die halt... Das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit, dass die hier ja. so die Straße hoch sind. Weil mir ist gerade eingefallen, ich wollte gerade schon wieder nach unten. Aber wart ihr nicht beide bei der Strandstraße dann jetzt gegen Ende? Doch, ja. Ich bin die Strandstraße hochgefahren. Also da kam es nicht entgegen. Wir sind nicht die Strandstraße gefahren. Weil ja, und ich war auch auf der Autobahn, da war auch niemand. Die sind wirklich, die sind komplett außen rum gefahren. Also ganz, ganz komisch. Weil ich bin ja durch die Autobahn dann vom mittleren Kreisel her nochmal Richtung Süden gefahren. Ja. Kann doch nicht sein, einfach, dass die weg sind. Okay, ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ihr seid zu schlau. Ja, sind wir. Ja, dann hat ja der Trick mit über den See fahren funktioniert. Nein, Spaß. Wo seid ihr dann gefahren? Der Betriebsgeheimnis, nein. Wir sind gefahren, mehr oder weniger direkter Weg zum mittleren Kreisverkehr, darüber dann Autobahn zur mittleren Abfahrt, darüber Boomerang über Windpark, über Delfin. Hä? Läuft. Ja. Das haben wir eigentlich abgedeckt, wie... Ja, da haben wir vielleicht gerade eine Lücke oder so gefunden. Ich frag gar nicht mehr. Ja gut, da muss man die Sicht angucken. Also ich habe eigentlich auch jeden Moment damit gerechnet, dass jetzt irgendwo jemand kommt, aber... Der Witz an der Sache ist, ich habe euch nach 20 Sekunden gesehen. Ah, ich habe euch gesehen, wie ihr die Hauptstraße rüberfahrt. Ja. Und ich stand am Parkplatz quasi. Und da ihr aber aus meiner Ansicht zumindest nicht in meine Richtung abgebogen seid, Richtung Parkplatz, denke ich mir halt, okay, bin ich mal smart und fahre quasi zu dieser komischen Viererkreuzung nach Westen weiter, die zum westlichen Autobahnkreisel geht, bin da aber stehen geblieben. Und irgendwie habe ich euch danach nie wieder gesehen. Okay, dann war das irgendwie komisches Timing. Also nee, wir sind quasi direkt auf die Princess Street vorne, also so wie wir uns aufgestellt haben, rausgefahren, ja. Links. Dann quasi wo die Princess Street sich teilt, ja. Wieder links und dann einfach auf dem schnellsten Weg zum mittleren Autobahnkreisel und that's it. Also echt Glück, weil ich bin vom mittleren Autobahnkreisel die Autobahn runtergefahren mit 300 und ich habe euch nicht mehr bekommen. Dann ist das echt. Dann war das einfach nur mega krasses Timing. Ja, weil ich bin die Autobahn wirklich runtergefahren. Ich bin bis zu noch einer weiteren Kreuzung gefahren, aber ich bin ja nicht vom mittleren Kreisverkehr nachher runtergefahren mit 350. Und das war relativ am Anfang. Gut, soll vorkommen. Ja, gut. Ist eh eine kurze Stage gewesen. Jetzt kommt nämlich die ganz lange. Und zwar, jetzt geht's quasi von Fetch Corner zu VIP. Lake Lodge. Startpunkt. Ja, würde ich sagen, machen wir die Taktikbesprechung und sehen uns nach dem Cut wieder. Das auch, ja. So, Stage Nummer 1 immer noch, aber zweite Runde. Oder andersrum, erste Runde, zweite Stage, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wird gestartet, wie ihr schon mitbekommen habt, bei Thatch Corner und sie fahren zum VIP, also eine sehr lange Stage diesmal. Die Racer abseits von mir werden beim Blumenhügel starten, auf dieser Kreuzung hier ungefähr. Der Plan ist, dass Sturmgolf, dürfte es glaube ich sein, einfach hier die Windparkstraße runterfährt und guckt, dass er die abfängt. Ich werde mich hier beim südlicheren Abschnitt positionieren, dass sie nicht beim südlichen Kreisel durchfahren. Und Crapper wird Richtung Bamberg Castle fahren, damit die nicht Richtung Norden fahren. Wir hoffen einfach mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft als letztes Mal. Ich würde sagen, ich gebe das Startsignal von meiner oder von unserer Seite aus. Und ja, dann gucken wir mal. Ich möchte mir aber echt noch die Aufnahmen angucken. Also, das ist natürlich der Nebel unpraktisch. Nee, eigentlich nicht. Ja, weil wir sehen aber die Blaulichter zuerst und die sehen uns weniger, würde ich sagen. Ja, aber wenn ich auch noch auf die Autobahn vom der Windparkstraße schauen soll, kann es kritisch werden, ob ich das noch sehe. Mal schauen. Ja, hoffentlich, wenn... Hoffentlich es gibt so einen Platz, da sehe ich halt bis noch die Auf- und Abfahrttunnel. Mhm. Und naja, mal schauen, ob das klappt. Wir hoffen, dass wir diesmal überhaupt die... Ja gut, also ich werde dann... Kolonne finden. Wenn ich bei Bamberg Castle bin und keinen gefunden habe, werde ich einfach wieder zu der Auf- und Abfahrt fahren da. In der Mitte. Okay, geht los. Come on, bitte fahrt einfach Richtung Süden, mir direkt in die Arme.
Bitte fahrt irgendjemand in die Arme. Oh, dieser Drecksnebel, ich sehe nichts. Ja, das ist echt unpraktisch. Ich kann gerade so über die Brücke sehen. Pass auf, nicht gegen den Baum zu fahren. Okay, ich bleib hier jetzt nochmal 20, 30 Sekunden, ne? Schlitten niemals mehr auf die Autobahn sehen. Boah, das komprimiert jetzt halt echt so viel Scheiße. Haben wir jetzt bei Nebel mehr NPC-Verkehr? Also ich sehe die Autobahn nur noch ganz, ganz schwach und hoffe natürlich, dass es überhaupt angezeigt wird. Ich sehe da gar keinen Verkehr. Ja, okay, ja. Ich gehe jetzt an der Stelle mal nicht davon aus, dass die Richtung Süden fahren. Oder das ist jetzt wieder genau das perfekte Timing für die, kann sein, aber da verstand ich jetzt echt zu lang. Bei der Wahrscheinlichkeit, dass die das nochmal schaffen, würde ich sagen, nein. Spring halt von 1,8 Kilometer auf 800 Meter hoch. Geil. Kein Blaulicht weit und breit. Super. Gerade. Ich werde aber tatsächlich jetzt an die Autobahn. Ich bin jetzt bei der Autobahnauffahrt. Ich werde immer Richtung Süden fahren. Einfach. Richtung Süden? Naja. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, ich fahre dann, wenn ich hier Neumarkern sehe, die Autobahn nach oben und gehe dann mal die letzte. Also gehe dann nochmal sicher, dass sie jetzt nicht Richtung komplett Norden fahren. Ja, ohne diesen scheiß Nebel hätte ich halt höchstwahrscheinlich sogar den Startpunkt gesehen. Ich bleib noch bei Glück haben wir. Der Windparkstraße. Aber allmählich müssen die auch schon längst da vorbei sein. Ja, deswegen, ich fahre jetzt komplett im Norden über die Autobahn schnell. Außer sie lassen halt alles stehen. Geben wir sozusagen Vorlaufzeit. Nee. Ist möglich, ist eine Taktik. Ist eine Taktik, aber eine unwahrscheinliche. Jetzt beim südlichen Kreisel, hier ist nichts. Wo sind die? So zum. Aber die dürfen nur die Stadt fahren, richtig? Die dürfen nur Straßen fahren. Ich meine durch die Stadt. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, deswegen, dann fahre ich mal ganz schön in den Norden. Vielleicht haben die wieder so ein Timing, dass ich die verpasst habe, ganz knapp. Ja, lass dir Zeit, Wagen, kein Problem. Oh, warum finden wir die nicht? Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich fahre gerade, oh Gott, jetzt fängt es an zu lenken, ey. Spiel. Komm, jetzt runter. Ist nur noch ein Ratespiel, wo sie sind. Ja. Das ist alles möglich. Also jetzt kann man schon durch die Welt fahren und hoffen. Ja. Das mache ich ja gerade schon. Ich fahre gerade die nördliche Strecke ab und gucke immer mal wieder so nach rechts, nach unten da. Ja, ich bin noch hier geblieben, aber da müssen die jetzt schon längst durch sein. Ja. Die werden über Norden gefahren sein. Ja, dann hat die wieder so Glück mit dem blöden Timing.
Ja, dann nutz mal der Racer bitte ein Leben und ja. Wohin? Ich hab keine Ahnung, mach mal, wo du meinst. Mach mal irgendwie ne Lego-Dings, Bahnhof. Oder warte mal, nein, das macht gar keinen Sinn, egal. Ja. Oh Gott, bin von der Strecke abgekommen. Oh Gott. Hab jetzt mal die Güterbahnhofstraße genommen, fahr Richtung Kreisverkehr. Okay. All in, ich fahr da lang. Güterbahnhofstraße. Ich hab das im Kopf gesehen. Ja. Aber da sind mehrere Cops, da wird die Limo auch kommen. Die sind gerade bei der Brücke. Ja, da ist die Limo. Vor dem Lego. Also auf jeden Fall Güterbahnhofstraße. Bei den Offroad Wegen da jetzt. Beim Bahnübergang oder? Nee, so weit waren wir noch gar nicht, glaube ich. Manchmal den ganzen Offroad-Wegen, die so zickzack führen. Ja. Ich hoffe jetzt mal, ich bin auf der. Du meinst jetzt rechts oder links vom Lego-Zeichen? Rechts, Güterbahnhofstraße. Ah ja, ich seh einen. Haha, ich hab die! Du musst Lego kriegen. Ab, ein bisschen hier touchiert. Let's go, endlich. Ja gut, jetzt. Haben wir noch. Track! 2 Kilometer, um Action zu machen. Ja, wir müssen aber der Limo Schaden machen. Ja, yep. Jetzt sind wir beim Bahnhofübergang. Ja, wir sind da alle, glaube ich. Okay, perfekt. Hat sich ja gelohnt, dass ich mich dahin teleportiert habe, immerhin. Ja, sehr gut, sehr gut. Und endlich da? Gibt's Action. Haha, ich push Kenny. Ja gut, du brauchst eine Limo. Ja, komm. Ach, komm. Ja. Komm. Das kriegst du nicht hin, du blöder RS6. Vergiss dein Leben nicht, was Heavy. Mir auch egal, ich hab nur immer eins. Ja, dass du das auch benutzt, weil wir nicht mehr so weit davon weg sind. Ja, ihr müsst mir das sagen, bitte. Ich kann mein Ziel 1,8 setzen. Ja, ich teleportiere mich. Ich will auch. Oh, der war schön. Das war jetzt mal ein schneller. Komm, dreh dich schneller. Hol es richtig an Schwung. Entweder hau ich jetzt den Kopf aus dem Leben oder halt die Limo. Nein, ich bin hinter dir, der Frucht. Okay, ich hab glaube ich einen Caddy aus dem Leben gehauen. Ja, aber das Problem ist, die werden sie nachher wieder reparieren können. Ja, ja, sind fast da. Junge! 900 Meter. Geh weg. 800. Weg mit dir, 700, weg mit dir. 600. Baum. Ja, fertig. Okay, komm. Ja. Haben wir zumindest okay gemacht. Ja, aber es wird schwierig, glaube ich, in der letzten Runde, weil wir haben die wieder spät gesehen. Ja, das ist ein Problem. Ob die jetzt so viel Schaden haben, das ist die Frage. Ja, ich konnte der Limo einen Frontaltreffer auf jeden Fall geben und ein paar ordentliche Treffer seitlich auf den Motor. Also das kann schon ein bisschen was gemacht haben. Das Problem sind halt, dass sie noch von der ersten Runde alle ihre Reparaturpunkte haben. Ja, Alter, wie gut ist deren blödes Timing. Ja. Die haben mich schon wieder umfahren. Wenn die sich nicht selbst abgeschossen haben, natürlich. Ja, schauen wir einfach mal. Jetzt geht's dann in die finale Stage der ersten Runde. Ich würde sagen, wir machen einen Cut und dann gibt's die Taktikbesprechung. So, die letzte Stage führt die Racer von Lake Lodge, also VIP, runter zum Festival. Die anderen beiden werden hier starten an dieser Kreuzung. Der Plan ist, dass Sturmgolf, glaube ich, oder Crapper, ich weiß nicht genau, jetzt, wer von beiden hier weiter nach oben fährt. Er kann leider nicht bis zu dieser Kreuzung hier fahren, weil das 1,7 Kilometer sind und nicht 2. Und wer von euch beiden ist das? Ja, das wäre dann ich, damit der Heavy sich dahin stellt. Ja, okay. Und Sturmgolf fährt dann Verbindungsstraße hier rüber und versucht irgendwie hier über den Osten die abzufangen. Ich werde hier im Westen stehen. Und ja, einfach nur für den Fall, dass die hier im Westen sind, muss ich einfach hier stehen. Ansonsten haben wir keine Chance mehr.
Und ja, wenn nicht, dann bin ich hier zwar ein bisschen verloren, aber dann ist es immer nur eine Einheit und nicht drei im Zweifel. Ja, so viel dazu. Wir haben jetzt, glaube ich, einen ordentlichen Job vor uns. Ich gebe einfach mal das Startsignal von meiner Seite aus. Und es geht los. Come on, fahrt bitte einfach hier lang. Fahrt mir einfach in die Arme. Ich bin viel zu nah dran. Dreh mich nicht um. Wie weit darf ich ranfahren? Ah, 1,9 und zurück. Okay, ich würde schon mal sagen, nicht Westen. Ja, die kommen mir gerade in die Arme. Also die fahren jetzt die B-Straße in Grunde. Okay, ich opfere sofort ein Leben, um entgegenzukommen. Hallo! Lass versuchen, die, komm! Fahr! Na komm, fahr! Bisschen Reifen aufwärmen. Bisschen ausbremsen, die ganze Kolonne. Oh Gott, sind die. Ah, die Limo fährt erstmal Offroad. Wo seid ihr ungefähr dran? Wie meinst du das? Also wir fahren gerade bei Rail zu dem Offroad-Weg. Ich kann gerade schlecht sagen, wo genau. Wir sind dort so zwischen den zwei Kreuzungen. Ja, du bist gerade an uns vorbei. Jo. Na komm, gib Gas, Limo. Im Idealfall ging die schön Brücke. In den NPC reingehauen. Was machen die? Ah, Limo fährt weiter. Ich dachte jetzt hier hinten. Ja, ich hab die leider. Ja, alles gut. Die leckt bei mir. Versuch nach vorne zu kommen. Bei mir, das ist das Problem. Versuch nach vorne zu fahren, einfach von vorne zu kommen. Ah. Okay, die wollen die Limo nicht mehr rauf. Oh. Was versuchen die da? Vielleicht was der Begrenzer könnte sein. Wäre sehr, sehr schön. Ja, Steinmauer, stimmt. Nee, warte mal, die kommt hier noch gar nicht. Baum. Okay, echt? Doch nicht Baum. Eigentlich ist die Limo dagegen gefahren. Okay. Hä? Ja, das liegt leider bei mir auch gerade rum. Alter, könnt ihr mal aufhören, mich zu schieben? Oh, hopp, sehe rechts rüber. Rechts, oh ja, sehe. Klappt nicht. Ich krieg da alleine. Okay, nicht. Rechts Mauer. Ach, ja, sorry. Ich kann halt nicht so viel machen als Krieger. Nee. Oh ne, oh ja, Steinmauer, komm, Steinmauer. Hahaha. Ja, komm, Stein. Hallo, Steinmauer. Wie viel Kraft hatten die Limo? Oh. Ich glaube jetzt. Gibt fast gar keine Power mehr, aber. Egal, haben mich nicht in Kraft, bitte. Bremst die Limo ein bisschen aus. Ja, weiterfahren lassen und da vorne dann jetzt gegen die Steinmauer. Ich hab mich gerade vorgestellt. Ja, komm. Ja. Ah, sie kommt natürlich nicht in den Baum, sondern. Ja, festsetzen. Ja, ich stehe davor, ich versuch's. Ja, sie steht am Baum. Ich bin 21, vor. 22. Stehen. Nein, sie kommt raus. Ja, sie kommt frei. Ja, schade, okay. Schade, es wäre aber auch. Cool. Aber schon mal ein guter Versuch. Ja, aber warte, jetzt da vorne einfach die Steinmauer. Das ist unsere beste Chance, die wir haben. Ja, mach. Also, ich komme da gar nicht an. Escalates. Der Cleo ist bereit. Escalates. Leute. Sorry. Der Cleo hat keine Chance. Muss der Heavy ran. Lass mich ran da. Baum. Ich teleportiere mich nach vorne. Okay, die Limo fährt erstmal richtig auf. Letztes Leben, aber egal. Wo seid ihr? Wir sind kurz vor dem Sprung, würde ich sagen.
Na komm. Ah, fall runter. Komm, bergauf ist schwach. Da müssen wir sie jetzt bekommen. Na komm, ich stell mich davor. Ich stelle mich davor. Ja? Ja. Ich stelle mich davor. Gut. Ich stehe davor. Die ja, kommt warte. Nicht mehr hoch, wenn ich davor stehe. Ich schieb sie wieder runter. Ja, ich schieb sie runter. Oh, komm. Gute Idee. Wir schieben sie runter. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir setzen sie einfach fest. Am besten. Ja. Einer hinten. Du kommst nicht nach vorne. Ey, Kollege. Warte, ich hole Anschwung. 23% passt noch. Na, so viel Schwung jetzt nicht, weil es jetzt hier alles gut, in der Steigung. Ich kann die aufhalten gerade. Also, dass sie nicht mehr. Ich drück sie wieder nach unten. Oh ja. Komm von. Au, danke. Ey, ich muss mich reparieren. Sorry. Ja, wenn du noch ein Leben hast, mach. Ja, ich hab. Aber mach Leben. Schnell. Weil noch sind wir im Berg. Noch ist sie schwach. Ja, komm wieder runter. Nochmal rein, frontal. Push. Steigung ist unsere Chance. Wo ist die? Rein da! Ja, leicht gestritten. Ich stelle mich davor. Ich stehe vor der Limo. Ja. Hinten ran. Muss jemand hinten ran? Oder wir schieben die jetzt einfach runter. Ich schieb die runter. Ne, wir müssen am besten Chance. Festsetzen. Ja, ich schieb die aber jetzt runter. Okay, dann halt nicht. Alter, wie lange ist die schon? Ja, die hat nicht mehr viel Power, aber wir müssen die halt zusetzen. Ja. Bevor. Okay. Ah, hinten, nach hinten, komm nach hinten. Bin hinten, einer vorne. Ah, kacke. Ah, seitlich. Oh ja, R6, dankeschön. Sehr, sehr nett. Ja, komm, bis nach unten. Ja, so machen wir. Gut, wir schieben sie mal wieder ein paar Meter nach unten, das ist gut. Dann gewinnen wir wieder Land. Ja. Ja, lass sie mal zurück auf die Straße. Ja, wir lassen die jetzt mal. Wenn uns mal die Escalades auf Ruhe lassen würden. Ja, aber sie sollen auch nicht angreifen, wenn wir nicht angreifen. Ja, deswegen. Lass sie zur Straße. Hallo, okay, sie ist wieder auf der Straße, dann kann ich wieder zusetzen. Alter! War zu früh. Ich stell mich nach vorne. Ich stell sie lieber nach hinten. Nach hinten, bitte. Ja, ich versuche. Nein, Escalade drückt mich weg. Ja. Ah, Krok. Wer ruft da jetzt? Weiß ich nicht, ich weiß auch nicht. Wer denn da gerade gut, bitteschön? Ist egal, ist keiner von Ihnen, was relevant ist. Ja, so, ich. Na. Ah. Okay. Ich war in der Luft. Interessant. Greifen aber auch gerade überall an. Ja. Und also interessant, wie die das. Ich stehe davor. Oh, das war. Ich stehe vor der Linie. Ja, die einfach zurückschieben. Ja, einfach nach. So gewinnen wir so viel Zeit im Grunde. Also dürfen wir uns nur nicht zusetzen, die Polizisten, weil das könnte so langsam auf die Taktik werden. Ja, da, genau, richtiger Weg. Okay, sie dreht wieder hoch. Hä, was ist denn eigentlich mit meinem Motor los? Oder meinem Getriebe, eher gesagt. Oh, Steine. Oh, interessant. Ja, ich hab sie reingedrückt. Nice. Dann ist wieder raus. Kollege. Alter, der Escalade machen. Polizisten haben auch. Wow, ich wurde gerade festgesetzt. Ich halt gegen die Demo. Wow, ich wurde festgesetzt. Bist du jetzt raus? Ja. Okay, damit. Ich bin festgesetzt. Ich habe schon einen. Haben wir ein Riesenproblem? Ja, ich habe schon meinen einen Reparaturpult. Oh. Macht nichts. Ah, geil. Ah, das ist nice. Ich stehe vor der Demo, schlägst du wieder runter. Ja, schön, dass der ist. Ich habe schon noch meinen einen Reparaturpult. Na gut. Ich kann aber nicht mal viel haben. Mach halt nichts anderes, außer kleine Kanonenkugelstärke setzen. Also heute sind die Server wieder on point gefühlt. Egal.
Mach das bitte für mich, recht mich, dass ich nur. Wir stehen wieder vor der Limo. Nice. Ah, warte mal, ich guck mir das mal mit Drohnenmodus an. Die hupen. Wie die mach. Hupen. Ist vorbei. Die bleiben alle stehen. Die sind ist oh, nicht tot wahrscheinlich. Super ja, gemacht. Die bewegen sich nicht mehr. Ey, ihr habt das. Ey. Ihr habt mich gerecht. Und der Berg danke. Ist halt. Haben wir da die für die Limo? Warte mal. Ihr habt mich gerecht. Muss danke. Der Schaden sein, weil die steht gerade nirgends ja, dran. Ich seh's. Ja, die bewegt sich kein Stück mehr. Boah, krass, ey. Okay. Leute, danke auf jeden Fall, ihr habt mich also, richtig gerecht. Ich würde sagen, wir haben gut gespielt als Team, auch ja. wenn es in ein paar Runden jetzt nicht so gut lief für uns, aber insgesamt als Team haben also wir gut funktioniert. Die erste Runde war einfach extrem unlucky, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Die zweite war dann halbwegs okay, ich nehme an, die werden da so 10-20% Schaden genommen haben, die Limo. Ja, aber die dritte, die war jetzt sehr geil. Das war halt super gut, dass eigentlich immer einer Schwung holen konnte und dadurch angreifen konnte und die anderen haben die Limo so festgehalten. Die hätten den Weg eigentlich in 10 oder vor 10 Minuten schon hätten schaffen müssen. Ja, aber wir haben echt gut taktisch gespielt, auch wenn ich jetzt am Ende noch festgesetzt wurde, weil ich auf einem Stein hängen geblieben bin. Ja. Wäre mir aber auch fast passiert. Aber ich glaube, als Team haben wir gut funktioniert. Also, das war auf jeden Fall ein super, super starkes Finale. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir als Corps das eventuell auch so gut schaffen oder ob die Racer vielleicht besser spielen als wir und uns sofort in der ersten Runde schon festsetzen. Möglich wäre es. Wir werden einfach mal nach dem Cut sehen, wo es denn hingeht. So, Seitenwechsel. Fun Fact, das war gerade tatsächlich durch Schaden. Ich hatte nachher noch vermutet, dass es die Zeit vielleicht war, aber nein, es war Schaden an der Limo. Egal, wir starten jetzt wie gerade auch bei Scotch Monument, beziehungsweise gleich daneben, wo unsere normalen CVE-Ausgaben starten und müssen zum Strand runter. Wir machen das wie folgt, wir fahren hier rechts raus, biegen dann die zweite wieder rechts einfahren Richtung Carsview runter, biegen hier dann Richtung Westen fahren, Richtung Kleine Bauernstraße, dann eine Stage über die Autobahn drüber, wir dürfen ja eine fahren. Und fahren dann hier logischerweise wieder runter, Delfinstraße, so Thatch Corner und hoffen einfach mal, dass wir genauso viel Glück haben wie die, was dann bedeutet, uns hängen nach 10 Sekunden 3 Racer in der Fresse. Also, dann würde ich sagen, gebe ich mal das Startsignal in der Theorie, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Ich fahre ein RS6, ich fahre wieder vorne weg, das ist irgendwie immer so meine Aufgabe, entweder vorne oder hinten wegfahren. Und ich hoffe, die anderen kriegen das mit der Route auch hin, bitte. Die Anzeige gerade war ja, Andi, du fährst ja eh vor. Fahr mal hier einfach hinterher. Wir dürfen maximal 120 fahren. Ja. Also wie gesagt, ich fahr 300. Auch um die Kurve jetzt gleich. Also 0 auf 300 in die Straßenbahn. Los geht's. Da wäre es fast tatsächlich so weit gewesen mit der Straßenbahn. Die Frage ist halt, wie weit fahre ich vor? Hier kann ja eh noch keiner sein, erstmal. Ja, wir hatten so, was hat man, 200 Meter? 300? Ne, warte mal, ich gebe Hardgas. Im Idealfall denken die, dass ich aber nur so ein Bockvogel bin. Ich gehe jetzt mal bis Karlsruhe einfach Hardgas durch. Der muss halt dann halt irgendwie sagen, wie weit ich entfernt sein soll. Passen wir mal ein kleines Stück weiter. So. Boah, Masterplan. Ihr fahrt die Route. Okay. Wir fahren einfach geradeaus weiter, oder was? Ja, wir fahren die Route. Gut, okay. Kurs. Hä? Also die Route, die uns, bei uns... Da kommt was denn? Der steht bei Castleview. Hä? Das ist doch weniger als 2 Kilometer. Das sind nur 1,7 Kilometer. Fahren wir weiter die Route? Das ist nicht die Route, Leute. Die Caddy ist halt gerade ausgefahren. Das ist leider nicht die Route. Ja, wir sind alle sind da weitergefahren, leider. Gut, der Cadillac hätte da, der Urus hätte da eigentlich nicht sein können. Nee. Das war zu nah. Definitiv. Ja. Ich hab die Heavys mal auf den Urus drauf. Oh Gott. Fahr weiter. Wir fahren halt jetzt einfach über den Strand.
Wie gesagt, Harry soll den Uwus haben. Ja, der Rest einfach versuchen, die Demo seitlich zu schützen. Ja. Ich bleib vorne. Die Limo wird gerade sogar angeschoben, was sehr schön ist. Keine Chance. Ja, die Limo darf aber nicht so derbe angeschoben werden, weil wenn die begrenzt kommt, dann ist es tot. Ja, stimmt. Also hinten schützen. Narrow. Oh. Naja, Lancia ist gehabt. Danke. Danke, Mero. Dann kann bitte einer meinen Arsch abdecken. Ich fahr wieder vor. Bleib hinter am Arsch. Zukommt, Leute, zukommt. Vorsicht, zu. Ja, schnell, rüber. Gas geben. Mal. Gas. Kein Problem. Wo ist der Uwus? Vorne. Da vorne kommt er. Ah, okay. Ah. Oh! Genau, der hat gesessen, danke Jungs. 34% Motor. Ich hab nur gestriffen, leider. Ja, ich konnte nicht mehr ausweichen. McLaren hier. Weiter. Der Uwus kommt. Kurve in. Woher kommt der Uwus? Escalate, hinten. Wir sind alle hinten. Okay, Uwus hab ich. Na, bremsen. Doch nicht. Ich bleib nach vorne, falls sich einer nach vorne portet. Achtung, Uwus von links. Ja, der ist in seinen Scout rein. Perfekt. Eigene Leute verwendet. Jetzt die Limo. Schütze Limo auch hinten. Achtung, Racer von hinten. Oh, der schiebt die aber ordentlich. Ja, ich war auch im hohen Gang. Das heißt, der hat verkackt. Das scheint JK zu sein. Vorne. Leute, nicht unbedingt die Limo blocken. Ich muss auf Speed bleiben. Ich halte euch den Uwus weg. Scout endet. Bist du das, der hier? Scout wird offroad. Wird offroad. Ich schieb mal von hinten. Ja, Mann. Ich versuche einfach auszubremsen. Bin den Scout ausgewichen. Racer links. Ich fahr rechts. Ich mach mich rechts annehmen. Okay, Uwus portet sich nach vorne. Uwus von vorne. Der Scout hinter uns. Achtung. Danke. Scout wird auch jetzt vorne. Wieder Pings. Scout wird wieder wenden, ja, macht er. Also, ich komm jetzt noch den Uwus. Uwus, hab ihn. Warte. Sorry. Nicht einfach irgendwie links einlenken. Das wird klar wieder von hinten. Seite. Lass ihn nicht links rüberschieben, kein Problem. McLaren schön gegen das NPC-Kampf. Ja, okay, hab abgeleitet. Ja, ich bin im hohen Gang. Einfach weiterfahren. 30 Meter, 20, 10, durch. Okay. Wieder auf die Straße, Achtung, Leute. Ja gut, wie gesagt, der Uwus hätte da eigentlich gar nicht sein dürfen, tatsächlich. Nein. Bisschen schade. Aber gut. Wie viel Schaden hast du? Leider 37,2%. Der McLaren vorne rein, der hat richtig gesessen, dem konnte ich nicht mehr ausweichen. Ja, scheiße. Und das hat genau die Lücke erwischt. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwie das Ganze ausgleichen können. Wir sehen uns dann nach einem kleine Cut wieder zur Besprechung der zweiten Stage, der zweiten Runde. Ja, wir stehen jetzt am Strand, dürfen zum VIP-Hütte fahren, genauso wie die anderen Cops vorher auch. Die Racer werden also wieder hier an dieser wunderbaren Kreuzung stehen, beim Blumenhügel und der Hauptverbindungsstraße. Wir fahren eine halbwegs riskante Route. Es ist halt super lang, was wir jetzt fahren müssen, deswegen irgendwann wird was passieren. Wir fahren jetzt hier Delfinstraße hoch, biegen dann hier auf die Autobahn ein, fahren diesen einen Abschnitt, den wir fahren dürfen, fahren dann hier rüber, Hauptverbindungsstraße, ziehen halt einfach durch, fahren dann Richtung Norden, einfach direkt zur VIP-Hütte rein. Kann schief gehen, kann funktionieren, wir wissen es nicht. Passiert. So, wird irgendwann vorkommen. Nur um eine Sache nochmal ganz kurz aufzuklären bezüglich der Runde gerade. Scheinbar sind das doch die 2,0 Kilometer gewesen. Da war dann die Info, die wir vorher hatten, falsch, dass es nur 1,7 sind. Aber gut, das war, glaube ich, jetzt nicht unser allergrößtes Problem am Ende des Tages. Wir hatten 3 Reparaturpunkte und konnten damit einen RS6 reparieren. Die Escalades waren bei 33% und 8%, glaube ich. Das ist jetzt nicht notwendig gewesen und die Devise lautet jetzt entweder wir schaffen es oder nicht. So. Dann würde ich sagen, gebe ich das Startsignal.
Und wir fahren direkt los. Achtung, gleich Gegenverkehr. So. ...120, Jungs. Ich komme euch mit der Limo Neo und ich bin langsam. Ja, der Camaro, fahr schneller. Camaro ganz vorne, fahr ein bisschen schneller, bitte. Zug. Yes. Oh nein. Also... Grad drüber. Vorsicht, zwei NPCs. Wow. Ich habe meinen zweiten Gang verloren. Keinen zweiten Gang mehr? Oder auf jeden Fall... Ja, Gaut ist neben uns. Echt? Ach Gott. Also ich hab 8 Stellungen. Ja. Ja dann, Limo schützen, links, rechts. Ja. Ich fahr links. Da schon mal zur Autobahn vor. Bleib dann mit... Trapper, Camaro, weiter nach vorne. Ja. Ja. Wenn der Camaro nicht mehr nach vorne will, okay. Ja, wir fahren ja, jetzt im Gegenverkehr, oder? Urus, Achtung. Ja, Urus, Achtung. Wow. Und McLaren ist aufgehalten. Durch. Ja, ist in Ordnung. Schieb mich weg. Ist in Ordnung. Achtung. Fahr einfach runter. Achtung, noch ein Fiat. Ah, fuck. Ja. Der Urus kommt von hinten. Urus von hinten, ja. Ja. Okay. Ich stell mich... Ah, okay. Gerade jetzt hier die Masten sind Achtung, wichtig. Achtung, Urus rechts. Ja, lass ihn rechts kommen. Wow, gib ihn das Leben. Danke, der hat gesessen. Heavy, bitte den Fokus auf den Urus setzen. Ja, setz dich mal vor den Urus. Das, was die Maschine nämlich hat. Ja, super, jetzt habe ich eine NPC in der Fresse. Ah, Leute. Ja, der ist bei uns, der ist gerade aufgeploppt. Ja, bei mir war er geghostet. Ja. Dimo, da hinten, okay. Ja, ich komm schon wieder vor, Dreh wieder rum. Ei! Auf den Kendrick, was machst du da bitte? Warte, festsetzen. Achtung, McLaren. Oh, sorry. Nach links. Ja. Denk dran, abfahren. Entschuldigung, R6. Ich bleibe jetzt mal in den unteren Gängen, dass du mir nicht gleich die Karre zerrammeln könnt. Halt jetzt mal ein bisschen den Urus auf. Farox, weg damit, da kommt der Urus. Was bremst du mich denn aus, ey? Ja. Wow. Ein Caddy musst du vielleicht mal die Limo anspielen. Ich bin im dritten Gang, keine Angst. Ich hab noch ein bisschen Leistung, aber... Achso, ja. Da sieht es nicht gerade danach aus. Sorry, Audi. Komm nicht vor. Ja, wieder vorne. Mach den Caddy weg. Ja. Den Urus weg. Heavies, bitte. Ja, versuch's. Ja. Wird Offroad außen rum. Gott, warum sind die Racer an der Limo? Das ist nicht gut. Noch habe ich sie im Griff. Einer rechts, einer links an die Limo, ganz einfach. Ja. Ja. Jetzt hat der McLaren... Mach doch mal den fuck McLaren vor der Limo weg, Wahnsinn. Der bringt mich zum Stehen. Camaro, was machst du denn, Rüstifler? Ich habe gesagt, nach hinten gucken beim Rückwärtsfahren. Meine Fresse. Hab ich. Ja. Aber falsch eingelenkt, sorry. Die werden beide von vorne kommen, Scout und Urus, oder? Ja, da kommen. Der McLaren. Wo sind die Heavys? Ich bin direkt vor dir. Hat er dich getroffen? Ich bin. Eure rechte Spur. Urus kommt. Ihr seid ja schon auf dem Offroad. Ja, also Urus wurde geblieben. So, ich fang jetzt rechts an die Limo, rechts und links. Ich hab hinter mir einen Urus. Versucht den Urus von hinten wegzuschieben. Oh, Alter, was hast du denn jetzt zu koordinieren? Oh Gott, Urus hat Hit von rechts gegeben. Okay, Scout hinten. Ich krieg den Urus nicht weg. Scout links Offroad. Camaro, geh mal weg. Ja. Ich hab kaum noch die Info. Scout direkt neben Kolonne Offroad, Scout fährt vor. Ja, der drückt mich, super, der drückt mich ja komplett Offroad. Oh, Baum, den hab ich verfehlt, den Baum, zum Glück. Ja, geht auf die Straße zurück. Da vorne. Der hat schon fast wieder da.
Ja, lasst doch den McLaren auch auf die Straße zurück. Der kann Gas geben und kann weiter vorne auf die Straße zurück. Den müsst ihr nicht hier auf die Straße zurück. Kommt der Urus von vorne, weiß es einer? Der bremst nicht. Ja, Urus, ja, ich bin vorne. Ich versuche den Urus aufzuhalten. Ich komm nach vorne, ich habe ultra viel Schaden, dann kann ich da. Okay, Urus Offroad. Greift Offroad an. Urus Aufgabe. Ach, McLaren ausbremst. Oh Gott. Ja. Der lässt mich wieder nicht komplett zurück. Gut ausgebremst. Hey, Jungs, nicht mich sandwichen. Ah, Fahrer, ich brauche einen Raum, jetzt die Camaro weg. Ich wollte auf die andere Seite, damit die den Berg runter. Ja, du sollst aber dabei nicht deine eigenen Mates abräumen. Super, jetzt werde ich wieder auf den Schuh. Ich habe ja schon versucht zu bremsen. Na komm, gegen den Baum, gegen den Baum. Ah, schade. Wäre schön gewesen. Komm, nicht runterrutschen, bitte. Super. Ich versuche mich fortzusetzen und den McLaren irgendwie auszubremsen und wegzudrücken. Urus hinten. Ah, ja, Urus bei mir. Die Passanten, lass mich hier an den Passanten. Schieb mir doch nicht die Passanten. Achtung, Urus ist durch. Urus wird von links. Jetzt von rechts. Okay, hat mich hinten getroffen. Ja, hab ich. Was denn? Ich versuch mal auf den McLaren zu treffen. Urus portet sich. Dann alle nach vorne. Okay, rechts um. Lass mich auf die Kreuze stellen, ich bin eh schon. Entschuldigung, R6, wurde von einem Passant mitgenommen. Alles gut. Ich hab eh schon viel Schaden. Okay, Route fahren. Urus? Nee, das war ein neues Auto. Nee, Urus war hier nicht. McLaren ausgebremst. Achtung, McLaren. Ja, den Urus dürfen wir jetzt wieder hinter uns haben. Links um. Nee, der ist da. Der McLaren. Oder der hat schon auch so einen. Oh, Alter, sag mal, also diesen McLaren-Fahrer kann man dann sagen, er soll nicht ständig die Scheißkiste Offroad drücken, ey, Wahnsinn. Ja, sorry, überall, wo es keinen Sinn macht. Ein Cadillac ist raus. Wir können versuchen festzusetzen, den hier. Den Racer. Ja, Leute, die Demo ist allein mit dem Urus gerade. Demo ist jetzt gleich ganz Gas, vorne an der Kolonne und ich bin jetzt alleine mit dem Urus. Ja, es ist halt, wenn du die ganze Zeit komplett in den Wald geschoben wirst. Oh, ich bin wieder zurück auf die Straße. Oh, sorry. Dingwesen, danke. Los geht's, geradeaus, Route fahren. Links, rechts, RS6 hier bleiben. Danke. Was zur Hölle ist deine Mission, McLaren? Ja, ich weiß nicht, der hat sich, glaube ich, den Sinn nicht so ganz verstanden, ja. Und der ist vorbei. Ray, ich drück dich weg, Alter. Gleich raus. Ah, ja, ich hab beide ausgebremst. Bleibt erstmal vorne. Jetzt fahren die beide. Beide links, rechts, Vorsicht, McLaren. Links, Urus, rechts, McLaren. Der soll mich ruhig anschauen. Hinten, Urus, Urus hab ich. Scout hinten, Scout links. Der ist durchgelegt. Urus ist durch, kommt jetzt von rechts. Ne, von links. Vorsicht, vier Passanten. McLaren portet. Urus kommt von. Ja, Baum. Urus ist Baum. NPC in der Kurve. Ah, die NPC ist lecker, aber auf grad. Urus komplett ausgebremst. McLaren hat sich geportet, ne? Versuch mal vor die Nummer zu kommen. Ja, bin ich. Mit meinem Motor komme ich nicht mehr nach vorne. Ich komm links. Oh, sorry. Komm mal NPC rechts. Vorsicht, ich bin so halb links, Chrissy. Ihr mit viel Schaden jetzt nach vorne, dann könnt ihr Urus von hinten, kommt links um. Links. McLaren von Teil mitgenommen. Voll weg. Was, der schiebt mich aber weg, als wäre ich Butter. Urus cuttet. Wie, Urus cuttet? Ja, nee, Urus hat gerade ein bisschen gecuttet über die Kurve. Vorne wieder links, Sturmgriff, hast mehr Platz. Ja. Rechts, Urus rechts, Urus, dann rechts, rechts hauen, McLaren. Rechts hauen. Ah. Urus tot, sorry. Gegen Baum. Ja, ich glaube Urus ist draußen. Für die Stage. McLaren rechts. Komm leider nicht mehr nach. Also der hat tierische Netzwerklecks, dieser komische McLaren. Ja. Der kann mich hier ungefähr sonst irgendwo hinschieben. Ah, mich eben auch. Oh, Hardgas, as fast as you can kriech. Ja, ich hab schon noch Leistung, ich bin die ganze Zeit jetzt in höheren Gang gefahren, deswegen also bin ich so schnell aus dem Arsch gekommen. Sollte raus sein. Okay, McLaren kommt wieder von hinten. McLaren kommt. Zu spät, Klein. Das hat McLaren schiebt, perfekt. Ja, McLaren, der geht mir jetzt echt auf die Eier. Geht jetzt auf diesen Kack, McLaren, setzt den fest, mach sonst irgendwas. Nur. Wir haben nur noch 400 Meter, komm bitte. Schafft mir diese Mücke vom Latz da. Ja, komm, ich verfolge jetzt mal die McLaren. Ja, schieb die aus, den McLaren. Von hinten. Lass mich abbiegen. Ja. Okay, ich glaube, wir lassen die gleich nach. McLaren hat aufgegeben. Okay. Ja, okay, weil wir sind durch. Jetzt.
Boah. Also ganz ehrlich, Props an euch. Ich habe jetzt bloß 3% Schaden getankt in der Stage. Ja. Aber wir haben jetzt halt trotzdem leider 40%. Und ich bin auch tot. Alles so schade. Also 40,2 haben wir jetzt. Genau 3%. Müssen wir mal gucken, was wir damit anstellen können. Auf jeden Fall, ja, sehr viel Pech die Runde gehabt. Ansonsten war es zwischenzeitlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Limo wurde geschützt. Das ist im Endeffekt das Beste, was wir erreichen können als Korps. Wir werden gucken, wie wir unsere Ressourcenpunkte ausgeben. Ich habe so viel F1 gespielt, unsere Reparaturpunkte. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der letzten VIP-Stage. Ja, die letzte Stage der zweiten Runde steht an. Wir fahren zum Festival, werden also versuchen, dorthin zu kommen, wo es die Runde gerade nicht so richtig hingeschafft hat, leider. Durch ein wenig Pech auch. Wir werden es versuchen über den Westen einfach. Wenn der Scout hier steht, ist es zwar GG, aber gut, dann ist das so. Fahren einfach hier die westliche Seestraße runter und hier in Ambleside fahren wir dann allerdings die Route bis zum Festival. Also werden dann quasi hier bei der Dreieckskreuzung nach Süden einbiegen und so den direkten Weg zum Festival nehmen. Wir werden gucken, ob es funktioniert. Vielleicht ja, vielleicht nein. Es hängt davon ab, wo der Scout steht, würde ich sagen. Die anderen Racer werden uns da auf keinen Fall vorerst entgegenkommen. Außer einer von denen opfert sein Leben direkt. Das wäre auch eine Nummer. Aber ja, wir versuchen es einfach. Repariert wurden ein Escalade, der sonst raus wäre. Ich, der sonst raus wäre. Und noch ein RS6, der 75% Schaden hatte, glaube ich. Und ja, wir sind schon ziemlich angeschlagen dadurch. Wir hatten nur 7 Reparaturpunkte zur Verfügung, auch durch die erste Runde. Trotzdem versuchen wir das Ganze so bestmöglich durchzuziehen. Dann würde ich sagen, gebe ich mal das Startsignal. Und wir fahren los. So, jetzt wird es spannend. Ich fahre einfach mal direkt zur Kreuzung vor. Einfach nur, um zu schauen, ob wir hier den Scout sehen oder nicht. Weil ich glaube, an der Kreuzung kann er noch gar nicht sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das kann auch gerade so drin sein. Wichtig, wenn wir über rechts verteidigen dann. Jungs, da ein bisschen Gas geben vor mir, weil die Limo hat ja, 120 km/h und ich fahre direkt neben euch. Naja, sorry, no power. Sorry, 100% Lenkung. Ja, die Limo auch. Kurve. Ja, ich glaube tatsächlich, der Scout ist hier nicht. Oh. Dann müssen wir jetzt so gut wie möglich durchkommen, weil irgendwann werden die auf den Trichter kommen, sich dahin zu porten. Also Meter gut machen. Ja, Hardgas einfach so schnell wie möglich 120 fahren. Wir fahren schon 130. 120 bitte. Ja, und aber ich schaff hier leicht bergauf keine 120 mehr. Cadillac da vorne. Ja, ich warte. Ich muss ein bisschen hier den Berg schneller hochkommen, weil ich hab gleich nicht mehr. Achso. Camaro, Cadillac, ohne Leistung. Mehr. Genau. Jetzt passt es wieder vom Abstand her. Und schön am Gas bleiben. Ja, komm, Camaro, komm. Hier macht er nichts, wenn ich ein bisschen weiter nach vorne bin. Ich kann uns im Zweifel noch besser darauf vorbereiten, wenn er von vorne kommt. Und ich rechne damit, das wird passieren, früher oder später. Wobei wir schon Achtung, durch Verkehr, sind. Achtung, Verkehr von rechts. Und links auch noch ein Trafficker. Bam. Ja, also vorne McLaren, vorne McLaren, vorne McLaren, vorne McLaren. Yep. Der driftet. Dann kommt von vorne. Aufgehalten. Oh, Klasse. Alles gut, mir ist nichts passiert. Boah, ja. Also, ich bin den McLaren gerade mit Vollgas hinten reingefahren. Nimo, ich schieb von dir an die Seite, dass du nicht gegen die Dinger. Alter, sorry. Bitte mich jetzt nicht hitten, weil ich, wenn ich nur 3% Motor habe, dann bin ich raus. Der Cadillac hatte, der McLaren hat jetzt aber nur noch einen Reparaturpunkt. Der muss sich geportet haben, weil das andere Hauptzeit ja, überhaupt nicht hin. Schieb mich in Audi mit rein, das bremst mich aus, danke. Wir sind fast durch mit der westlichen Seestraße, come on Leute. Ich habe gerade mein Leben geopfert für den McLaren. Ja, alles gut. Im Grunde. Der probiert mich schon wieder die ganze Zeit hier am Berg runterzuschieben. Ja, ich bin schon Offroad McLaren.
Den darf man dann nochmal ein bisschen was erklären, den Typen. Sehr gut, danke. Also, bringen wir auf die Straße, Leute. Fuck, da ist eine Band noch. Der Heavy ist ja raus, oder? Ja, mich nicht mich mit rausschieben hier. Warte mal, ich probiere mal den McLaren ein bisschen rüber zu denken. Was war das gerade? Urus. Sorry. Haben wir den Urus schon gesehen? Nö. Nee, ich meine, den haben wir doch vorhin fertig gemacht, oder nicht? Ja, aber der hat sich doch jetzt wieder repariert. Ah ja, ach so, eine andere Runde. Okay, natürlich. Haltet mit dem McLaren von Platz davon natürlich. Gut, okay, passt. Ja, deswegen, alles gut. Der ist wieder drin. Camaro hinter der Limo, fahr mal weg. Ich muss auf die andere Seite. Ja. Beide Camaros. Dankeschön. Alles gut. Passt, das geht gut, das gut bisher. Ich bin jetzt ein bisschen ungeschützt. In die Wand. Ich fahr wieder links, sobald ich Power hab, an dir dran. Andi, ich komm vor. Ruhig. Ja, der McLaren hat das mit Traffic-Car gehittet. Warte, lass mich wieder vor, bitte. Links. Ja. Ich hab gar keine Leistung mehr. Der Scout, der McLaren von hinten. Ja, McLaren kommt wieder. McLaren ist Stopp. Ich komm nicht an die Limousine. Genau, ich geb Vollgas. Wow. Gegen den. Hab ich probiert, aber das Ding hat Netzwerkleck ohne Ende. 57%. Wir setzen den zu. McLaren fest. Nicht reinfahren. Das ist McLaren fest. Schön festgesetzt. Der McLaren nice. ist fest. Ja, ist er raus. Okay, er kann sich aber nochmal reparieren. Ja, er kann sich nochmal machen. Ah, der hat 2 Stunden. Letztes Leben für ihn. Wäre gut weg. Jetzt kaputt machen. Der ist weg. Der Urus wird innerhalb der nächsten 10 Sekunden oder so kommen. Ja. Der Scout kann auch nicht weit weg sein. Der Scout ist hier wahrscheinlich und guckt, wo wir lang waren. Ja, die würden allmählich attackieren, weil so lang ist nicht mehr. Sturmgolf. Ja, ich geb Vollgas. Achtung. Jo, das ist ein Auto. Mein Wagen ist mit 70%. Ja, McLaren vorne. McLaren vorne. Gut. Ja, McLaren hat... Okay, der Berg hoch wird jetzt schwierig, ich brauche Schwung. Also Jungs, ich nehme die Kurve jetzt voll. Mach einfach. Wie ist das denn? Komm, die Pedelec an meiner Seite, komm her. Aber erst wenn... Achtung, McLaren links. Nee, rechts. Ja, lass McLaren nach hinten. Weg damit. Er darf mich hier auf dem Berg Aufstieg nicht ausbremsen. Ja. Camaro, komm her, General. Ich versuche mich um McLaren zu kümmern. Lehn dich an mich an und gib Gas. Nur anlehnen, nicht einkeilen. In der Scout. Okay, Scout. Urus vorne. Urus vorne. Nein, ich hab nur gestriffen. Ich auch. Nein. Ich steh. Wie lange sind die Brust? Ich hab ihn. McLaren vorne. Ja, und der knallt mich jetzt mich hier direkt vorbei. Offroad. Aber lässt mich zurück. Aber dadurch hat der McLaren den Punkt versagt. Rückt. Ihr dürft mich hier nicht ausbremsen, Jungs. Ja. Komm, Gas. Ach, McLaren von hinten. Komm. Gouch. Nein, der McLaren noch. Ach, der McLaren bremst mich hier aus. Wahnsinn. Also der mit seinem Kack-Netzwerk leckt, der geht uns echt auf die Eier. Der kriegt jetzt mal eine natte Überprüfung hier. Achtung, Wie fährt die Limo? Nein. Die Limo fährt gerade zurück zur Straße. Okay. Das wäre wieder von vorne. Das Scout-Turm vorne. Achtung, Heavy von hinten. Hören. Was macht der McLaren da bitte? Das war einmal ein vollen Offroad-Angriff. Kehrt Offroad und blockt mich Offroad weg. Was ist mit dem los eigentlich? Und jetzt bremst er mich wieder voll aus. Alter, der Typ, der regt mich jetzt auf. Schieb mir den McDrive von der Birne weg. Der geht mir jetzt echt auf die Eier. Nicht fertig. Urus kommt von vorne. Ja. RS6. Los. Ja, los, Leute. Das ist jetzt mein Leben. Ey, also... Okay, Urus von vorne. Ja, abgebremst und ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab 100% alles. Ja, jetzt hat mich der Urus von vorne erwischt, ganz gut, 77%. Geht mal aus dem Weg damit, euch Camaro. Escalates dürfen schieben. Reicht der Demo aus, der McLaren muss, nein, steht am Bau. Kann nichts machen. Der Kack McLaren, der hat so ein Kack-Netzwerk, das ist nicht normal. Ja. Okay, komm, Gas. Ja, probiere ich, aber der McLaren schiebt mich hier die ganze Zeit Offroad. Jetzt schiebt doch mal dieses scheiß Ding weg, das ist doch nicht normal. Escalates gibt Starthilfe. Ja, ruhig gerade, ja, ich hab jetzt den McLaren von der Seite, den Urus vorne dran. Okay. Wir können einfach festsetzen, was geht. Wenn er schon hier zwischen uns steht. Gib den Urus weg. Oh, dieser Scheiß mit McLaren. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, okay, jetzt haben sie mich festgesetzt. Fertig, kommen wir nicht mehr raus. Der McLaren ist hinten dran. Der Urus vorne, ich backe nach oben. Nein, fahr nach hinten. Hinten ist frei. Ja, das war's. Ich bin raus. Durch den Bug habe ich jetzt 100% Motor. Ist vorbei.
Okay, ich weiß nicht hundertprozentig genau, was gerade passiert ist, aber... Der McLaren war ein bisschen komisch. Wir merken uns, Festival hochfahren ist Todesurteil. Ja, für einen Netzwerkleck bei einem JK ist Todesurteil. Was hast du mit der McLaren gemacht? 87 Tonnen und Walzen als Reifen, oder was? Ja. Ja, aber das Ding ja, aber ich möchte mal dazu sagen, das beruht dann auf Gegenseitigkeit, weil zum Beispiel, ich mit meinem Urus hatte nie nur einen Hauch einer Chance, egal gegen wen, überhaupt irgendwas an Masse. Also es ist das Gefühl, wie wenn ich mit 0 Kilo gefahren wäre, weil selbst ein Camaro, der im Stand war, konnte mich easy peasy, wie wenn er Allrad und alles hätte, einfach wegdrücken, als ob ich gar nicht existent wäre. Also das war schon krass. Also deswegen, ich glaube halt einfach, manche Autos sind, wenn es um Kollisionsabfrage geht, ein anderes Grip-Niveau, wie wenn sie Kurven-Grip-Niveau, weil ich habe den extra auf Grip aufgebaut, das Teil, dass ich eigentlich genau bei solchen Sachen eigentlich Druck machen kann, aber ich war gefühlt wie Luft. Also ich habe diesmal wirklich versuchen müssen, an euch irgendwie vorbeizukommen. Deswegen, das ist halt echt dann wieder so schwierig und dann halt, wie ihr schon sagt, dann hat es was mit Netzwerk zu tun, ne, wer, was wird wie berechnet und dann ist die Kollisionsabfrage manchmal halt super weird und ich kann mir jetzt nur mit Fantasy vorstellen, wie das bei euch jetzt im Channel war, wahrscheinlich nicht gerade heile Welt. Und deswegen, ich habe es vorher schon angerissen, ich glaube, wir machen das da gleich auch den Punkt drauf. Es macht immer wieder Spaß, Multiplayer-Folgen aufzunehmen mit den Leuten, auch immer wieder mit neuen Leuten, auch wieder neue Erfahrungen zu knüpfen. Aber diese VIP-Aufnahmen, also jetzt an die Zuschauer gerichtet, laufen immer irgendwie nach demselben Schema ab. Man macht sich irgendwelche geilen Taktiken, man überlegt sich geile Routen und das ist auch das Tolle an dem Format. Aber wir, es kommt dann eigentlich zu den, zur eigentlichen Action, also zum Attackieren, dann bricht halt gefühlt ein Chaos aus, nicht im Sinne, weil wir nicht super geil organisiert sind, sondern weil man zum Teil die Übersicht verliert, weil dann eben Netzwerk mitspielt, weil die Absprachen dann zum Teil ein bisschen untergehen. Es ist ja immer irgendwie dasselbe und ich will auch nochmal an der Stelle betonen, ja, es ist gerade gegen alle Mitspieler hier, die nehme ich absolut in Schutz. Das sind die geilsten Leute, die es gibt, ja, also deswegen auch nochmal wegen vorhin, nur weil ich da einmal sage, hey, was schlaft ihr? Das darf auch umgekehrt gesagt werden. Ist auch schon besprochen worden, ja, also alles cool. Aber das ist halt so der Grund, dass wir jedes Mal diese Aufnahmen mit übelst viel Stress oder mit viel Stress in Verbindung haben, aus diesen Aufnahmen rausgehen und denken, boah, krass, man guckt dann zwar später gerne auf diese Aufnahmen, weil das Format an sich ja cool ist und ich glaube, es geht auch ganz vielen Zuschauern so. Aber ich bin ganz ehrlich so mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen muss, liebe Zuschauer, ich würde VIP gerne mal bis auf Weiteres aussetzen, weil erstens mal brauchen wir doppelt bis dreimal so lang wie bei einer normalen Folge. Also wir haben jetzt für die heutige Folge für euch schon mal, wir haben halt einfach über 3 Stunden jetzt schon wieder gebraucht, nur für diese Folge. Dann hast du ein Stresslevel mit allen Mitspielern. Also das kann man als Zuschauer einfach nicht verstehen. Das ist einfach so. Das ist einfach, wenn du da nicht drinsteckst, ich glaube, jeder hier aus der Truppe kann, oder vielleicht, ich weiß nicht, ist jemand zum ersten Mal bei VIP dabei? Jo, ich glaube, ja. Ja, also da könnt ihr ja mal, nee, aber da kann ja jetzt einer von euch mal kurz sagen, also hättet ihr gedacht, dass es so stressig ist oder hättet ihr genau das erwartet oder seid ruhig ehrlich? Stress erwartet ja, aber nicht in diesem Ausmaß. Ja, man hat's gehört. Also vor allem, Leuten. Selbst wenn es dann mal ein bisschen organisierter war von den Cops, kam halt das Netzwerk dazu und hat einfach die Limo und ein Heavy normaler Sportwagen weggeschoben. Also ist halt schwierig. Das Ding ist, bei dem Format, am Ende des Tages läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass wir nach der Aufnahme eine Stunde lang nochmal nachbesprechen, nochmal sagen, ey, das hat nicht so richtig funktioniert, das könnte nächstes Mal vielleicht besser sein. Uns auch Gedanken über das Format an sich machen, wie man vielleicht ein paar Dinge verbessern könnte. Aber irgendwie tut sich nichts. Es ist immer das gleiche Gefühl. Es passiert nach VIP, so traurig wie es ist, es passiert super selten. Ich kann mich tatsächlich gar nicht dran erinnern, dass ich aus einer VIP-Folge rausgegangen bin und sofort gesagt habe, yo, war geil. Ja, und das liegt aber auch nicht wirklich an euch oder an den Mitspielern. So klar, in dem Moment denken sie, oh, wie dumm, ey, jetzt stehen die da vorne rum, ne, so. Dann, klar, bringst du die Aussage, weil du voll in dem Stress bist und denkst, ey, komm jetzt her, Mann, wir müssen, ne. Und dann klappt's aber nicht und naja, jeder versucht ja so gut zu spielen, wie er kann. Und klar, vielleicht, wenn wir jetzt tausende Stunden reinbuttern und das perfekte Kolonnenkonstellation hinbekommen, aber dann spielt wie das Netzwerk mit oder das oder jenes. Und deswegen, seid uns echt nicht böse. Wir wissen, dass ihr das Format feiert wie Sau.
Es ist auch zum Teil manchmal dann lustig anzuschauen. Aber das Schlimme ist halt, wir stehen dann unter so einem Stresslevel, Leute wie Andy oder ich, die halt dann so ein bisschen Schirmherren des Formats sind, die auch noch einen unglaublichen Siegeswillen haben. Ja, wir sagen das dann halt auch oder so. Und dann kriegen wir aber im Umkehrschluss wieder den Flak ab, ne, dass wir die bösen Buben seien oder so. Und naja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also wir wollen ja auch Spaß haben, alle wollen Spaß haben. Und ich glaube, das ist die Kernessenz, wenn halt dann wirklich nur am Ende eine mehr oder weniger anschaubare Folge rauskommt, dann ist es den Aufwand nicht wert, weil in der Zeit könnten wir halt wirklich zwei oder sogar drei andere Multiplayer-Folgen machen. Das ist auch der Grund, warum morgen zum Beispiel keine Multiplayer-Folge kommt, warum wir keine Bonus-Folge aufgenommen haben, weil das so viel Zeit kostet. Deswegen, ich würde das Format mal ruhen lassen, vielleicht einfach mit einem anderen Schatz oder in Motivation an die Sache rangehen, vielleicht wirklich irgendwas dran ändern. Weil an sich finde ich diese mit Routenplan und wie fahren wir und so, das finde ich irgendwie cool. Vielleicht kriegen wir da auch irgendeine Möglichkeit hin, das hinzubekommen. Aber wartet nicht, dass das jetzt irgendwie auf die Schnelle passiert. Ich würde einfach sagen, wir lassen das Format jetzt erstmal ruhen und kümmern uns um andere Formate, die da noch so anstehen. Kleiner Spoiler an der Stelle, Länderduelle sollen bald starten. Solche Dinge stehen ja auch noch aus. Und deswegen, jetzt haben wir auch, glaube ich, ein bisschen Überlänge erreicht durch das Geschwafel am Ende, aber wir wollen einfach euch als Zuschauer das auch nochmal ein bisschen mitteilen. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei allen, die heute dabei waren, bei allen, die immer bei VIP-Folgen dabei waren. Und ich glaube, jeder, der, wie gesagt, dabei war, der weiß, von was wir sprechen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr, egal wo ihr jetzt geschaut habt oder wenn ihr alle Schichten geschaut habt, dass es auf jeden Fall trotzdem unterhalten hat. Also es gab viele lustige Momente, das will ich gar nicht abstreiten. Aber einfach die Zeit und der Stress und das alles ist es dann irgendwo, glaube ich, nicht mehr wert, das so, wie es jetzt ist, weiterzuführen. Deswegen vielen, vielen Dank für ja, den Support und euch hoffentlich auf den Support weiterhin bei den anderen Formaten. Wir sind aber raus an der Stelle. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.